Heute testen wir für euch das neue Tokina ATX i 11 bis 16 mm 2.8 CF, eine Neuauflage des sehr beliebten Ultraweitwinkel-Zooms, ganz speziell für APS-C DSLR-Kameras. Schauen wir doch mal, was sich getan hat und wie sich das Objektiv allgemein so schlägt. Werfen wir wie immer zu Beginn einen kurzen Blick auf das Objektiv selbst. Auf der Rückseite seht ihr schon ein Metallbajonett, hier in dem Fall für den Nikon F-Mount. Wie aber schon erwähnt, das Ganze nur in Anführungszeichen APS-C tauglich, also nichts für Vollformatkameras. Hier auf der Hinterseite hättet ihr dann einmal den Zoomring von 11 bis 16 mm, hier dann noch den manuellen Fokusring. Der Autofokus, manuell Fokus, Umschalter ist in dem Fall der manuelle Fokusring, wie bei Tokina eigentlich schon häufiger anzutreffen. Einmal nach vorne drücken, seid jetzt im Autofokus drin. Ihr seht schon, ich kann es bewegen, passiert nichts. Zurückziehen, manuell Fokus, und in dem Moment kann ich dann hier in den Fokus manuell eingreifen. Heißt aber natürlich auch, ihr habt keinen Alltime Manual Fokus. Das gibt es in dem Objektiv leider nicht. Auf der Vorderseite dann noch ganz kurz das Filtergewinde, 72 mm, und im Standardlieferumfang mit dabei ist noch eine Streulichtblende in Tulpenform. Jetzt aber natürlich noch zur Bildqualität des Tokina ATX i 11 bis 16 mm. Das Objektiv selbst basiert von der Optik im Inneren her immer noch auf dem schon etwas älteren 11 bis 16 mm 2.8, wurde aber natürlich weitreichend optimiert, um sich ein bisschen an neue, hochauflösendere DSLR-Kameras anzupassen. Es ist aber auch gar nicht schlimm, dass man das ältere Design aufgegriffen hat, denn schon das ältere Tokina 11 bis 16 mm 2.8 war ja sehr beliebt für eine vergleichsweise hohe Bildqualität für einen recht geringen Preis, und die Tradition führt auch die Neuauflage sehr gut fort. Natürlich müsst ihr am Bildrand, egal ob ihr jetzt bei 11 oder bei 16 mm arbeitet oder irgendwo zwischendrin, schon ein bisschen abblenden, um noch die maximale Bildschärfe rauszukriegen, aber ich finde es bei Blende 2.8 auch schon gar nicht mal so schlecht. Dafür habt ihr einfach die durchgehende Lichtstärke von 2.8 über den kompletten Brennweitenbereich, und wenn ihr so Richtung Blende 4, 5, 6 abblendet, wird es eigentlich auch über den gesamten Bildbereich von der Mitte bis zum Bildrand ziemlich ordentlich. Das heißt, auch für Astrofotografen mit leichten Einschnitten am Bildrand kann man es eigentlich auch schon sehr ordentlich nutzen. Chromatische Aberration ist ordentlich auch rauskorrigiert worden, selbst ohne irgendwelche Softwarekorrekturen im Nachhinein. Ein Korrekturprofil in der Objektivfirmware gibt es leider nicht, das in die Bilder reingeschrieben werden könnte. Das liegt aber auch eher an den Limitierungen des entsprechenden Kamerasystems. Das geht heute bei spiegellosen Systemkameras eher, die sind schon darauf ausgelegt. Aber eigentlich braucht es auch gar nicht so sehr. Die Verzeichnung ist, naja, je nach Brennweite schon sichtbar, aber jetzt nicht extrem schlimm. Trotzdem, die Architekturfotografen werden es wahrscheinlich nochmal nachträglich im RAW-Converter am PC ein bisschen nachkorrigieren, damit ihr auch wirklich absolut gerade Linien rausbekommt. Insgesamt aber ein durchaus solide Leistung für ein, ich sage mal, Mittelklasse Premium Zoom könnte man es vielleicht nennen, denn es kostet ja keine 1000 Euro, sondern nur mehrere hundert. Und dafür ist die Leistung im Angesichts der Lichtstärke schon ziemlich ordentlich. Noch kurz ein Wort zum Autofokus des Tokina 11 bis 16 mm. Laut Herstellerangaben soll er sich ja sehr gut auch zum Film eignen und vor allem sehr lautlos agieren. Das kann ich hier leider nicht wirklich bestätigen. Hört einfach mal selbst. Also, der Autofokus ist nicht extrem laut oder nervig störend, was auch immer. Allerdings, man hört ihn schon gut arbeiten, und auch die Geschwindigkeit ist nicht die allerhöchste. Dementsprechend wäre es jetzt nicht meine unbedingte Empfehlung, um damit Videoaufnahmen zu machen. Ich werde den Video-Autofokus in diesem Video jetzt einfach mal nicht testen, denn wir haben nur die Nikon D3300 und die wäre so oder so der limitierende Faktor. Aber auch in Sachen Geschwindigkeit, schon bei Fotoaufnahmen, man kann dem Autofokus sehr gut beim Arbeiten zuschauen. Also das, was man für eine Videoaufnahme haben möchte, sehr präzise, sehr schnell auch kleinste Distanzen nachzustellen, das geht meiner Meinung nach mit dem neuen Tokina auch nicht so richtig. Da sind andere Autofokusantriebe wie vor allem Schrittmotoren oder eben Linearmotoren deutlich besser geeignet. Da würde ich dann eher drauf setzen zum Film. Man kann es vielleicht einfach mal probeweise nutzen, aber es wäre auf jeden Fall nicht mein Favorit.
Was auch noch ein bisschen schade ist, das ist die sehr lange Naheinstellgrenze von so knapp 30 cm. Das heißt, ihr kommt auf so einen Abbildungsmaßstab von bestenfalls 1 zu 12 gerundet. Also irgendwie wirklich Nahaufnahmen machen oder mal so ein bisschen mit Weitwinkel Makro experimentieren, das geht mit dem Objektiv leider auch nicht. Kommen wir zum Fazit der Stokina 11 bis 16 mm in der neuen ATX-i-Version. Was hat sich geändert? Wenn man es mal ganz grob zusammenfasst, natürlich im Bereich Optik hier und da ein bisschen Feinschliff betrieben, auch beim Autofokus, obwohl er weit entfernt von perfekt und komplett lautlos wäre. Auch hier ein bisschen optimiert. Das Fokus-Büsing ist auch definitiv deutlich weniger geworden. Das heißt, für die Leute, die filmen und selbst ohne Autofokus arbeiten, manuell fokussieren, es ist auf jeden Fall ein bisschen filmtauglicher nochmal gemacht. Auf der anderen Seite natürlich auch das Gehäuse auf jeden Fall mit einer bisschen neuen Formsprache. Wiederum, in Sachen Bildqualität war ja auch schon der Vorgänger nicht schlecht, vor allem wenn man mal daran denkt, dass es ein Weitwinkel-Zoom ist, dann auch noch mit relativ hoher Lichtstärke und konstant hoher Lichtstärke vor allem. So hingehend hat man eigentlich schon weiterhin ein gutes Paket, insbesondere da es ein natives APS-C-Design ist. Das heißt auch in Sachen Größe, Gewicht seid ihr hier mit knapp über 500 Gramm für die Lichtstärke und den Brennweitenbereich eigentlich ziemlich gut dabei. Und es ist ja auch relativ kompakt gehalten und mit einem Preis von unter 500 Euro, und das ist schon die UVP, das heißt, es wird für gewöhnlich noch ein bisschen runtergehen, habt ihr eigentlich ein sehr faires Gesamtpaket wieder, das Tokina hier rausgebracht hat. Das heißt, für die Leute, die jetzt in absehbarer Zeit nicht in Richtung Vollformat wechseln wollen, die sollten sich das neue Tokina 11 bis 16 mm auf jeden Fall mal anschauen. Es ist ja eins der relativ wenigen neuen nochmal Weitwinkel-Zooms für die SLR-Kameras und eben speziell für APS-C gedacht. Also schaut auf jeden Fall mal rein. Ich finde es mal wieder ein sehr spannendes Objektiv. Was ich natürlich noch gern gesehen hätte, das wäre einerseits ein bisschen nähere Naheinstellgrenze und vielleicht auch ein Bildstabilisator, sollte man dann wirklich noch die Filmer ein bisschen stärker adressieren wollen. Das wäre eigentlich ganz schön gewesen für eine Neuauflage.